Hallo Freunde, willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Star Wars Jedi Tempel Folge 35? Ja, ich glaube 35. Wir wollen da weitermachen, wo wir aufgehört haben und wieder ein neues Star Wars Thema anfangen. Und, nee, wisst ihr, was ich mache, bevor ich das vergesse? Diese Korrektur hier, die ich vor 2 Tagen hier gefunden habe, dieser Fehler hier, den korrigieren wir uns erstmal. Und springen erstmal selbstmordgefährdet hier runter. Und ich möchte heute mit euch über The Mandalorian reden, den ich glaube, 1 Stern hat es nur gekostet. Aber durch unsere Friedlichkeit, die wir eingestellt haben, regenerieren wir sehr schnell. Genau, ich wollte über The Mandalorian reden, weil das ist natürlich ein dickes Ding, diese Serie. Freue ich mich auch richtig drauf. Ich bin eigentlich gar nicht so dieser Star Wars muss für mich mit Lichtschwertern Macht und dies das sein. Aber ich habe mich damit angefreundet, dass es nicht wirklich immer so sein muss. Und ich finde es deswegen geil. Die Mandalorian erinnert mich, also anhand des Trailers, den wir kennen, ein bisschen so an einen so ein... Ja, in so einem richtig krassen Western-Film, so, wo so der Cowboy mit seinem Pferd durch die einsamen Wüsten reitet und, ja, genau, hin und wieder ein Scharre trifft und dann dieses Duell, das sieht man auch dann so, wie er da mit seinen Finger an seine Knarre, den Fingern abzog und dann mit dem Finger so zuckt, so, dass diese eine Szene im Trailer, mega geil, also es ist so ein bisschen Western-mäßig und bisschen auch erinnert mich diese ganze Story so ein bisschen an diese Solo-Film-Story. Und der Solo-Film hat ja sehr viel Kritik abbekommen, aber nicht, weil er schlecht war. Er war ja ganz gut. Er war ja dann am Ende überraschend gut sogar. Sondern einfach, weil es unnötig war, einen Solo-Film zu zeigen. Er war richtig gut, aber halt unnötig. Jetzt habe ich die halben Dinger vergessen. Kann ich die craften? Nein, natürlich nicht. Egal, dann mache ich das jetzt so. Und deswegen hat Solo richtig einen auf den Arsch bekommen. Und da gab es natürlich auch mega Stress in der Disney-Zentrale. In dem Büro der ganz großen Chefs. Ja. Jetzt haben sie was, aber das ist eigentlich genauso unlogisch. Aber diesmal haben sie die Storyline, glaube ich, viel besser gemacht. Und mit viel mehr Hintergrund. Man merkt das, ich finde, diese Musik ist sehr an die Solo-Musik gehalten, finde ich. Also, wenn man mal das vergleicht. Obwohl es 2 verschiedene Komponisten waren, beim jetzigen The Mandalorian ist es Ludwig Göransson oder wie der heißt, keine Ahnung. Und bei Solo The Star Wars Story war es John Powell. Also 2 verschiedene Komponisten, aber irgendwie klingen die, gerade im Intro, die Melodie, ziemlich gleich. Ziemlich gleich. Meines, also ähnlich, sagen wir mal ähnlich, meines Empfinden nach. Aber ich finde auch, das macht's aus. Das sind 2 verschiedene Dinger quasi. Das eine spielt zwar vor der Originaltrilogie, der Solo-Film. Die Serie The Mandalorian spielt 7 Jahre nach Episode 6. Also schon in Zeit der neuen Republik, die sich noch nicht ganz so sortiert hat, harmoniert noch nicht ganz so genau. Das heißt, es ist so die Zeit der Gesetzlosen und ein bisschen der Untergrund regiert so das Geschehen, hat man so das Gefühl. Und das ist quasi, ja, so die Storyline, quasi wie, ja, wie es in Solo war, kann man so sagen. Da war es ja auch so, da waren ja so die Zeit der Gesetzlosen, kann man sagen. Also klar gab es da schon das Imperium, dies, das, tralala. Aber im Hintergrund war dann doch ganz viel Macht noch, sag ich mal. Gut, wir haben jetzt keine Bruchsteine mehr, glaube ich. Ist ja auch egal, ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier gerade tue. Bin gerade ein bisschen blöd. Naja, wir machen jetzt hier erstmal weiter. Und na gut, wo war ich? Bei The Mandalorian ist es halt, okay, ich bin ehrlich, ich bin raus, ich weiß nicht mehr, wo ich war. Zeit der Gesetzlosen, genau, da war ich. Und ja, das ist so aus wie ein Westernfilm, finde ich sehr mutig, aber auch irgendwie sehr geil. Es ist einfach geil. Es muss nicht immer, wie ich ja gerade schon gesagt habe, Star Wars mit Macht und Jedis hier und Sis da und dann gibt es erstmal mit Lichtschwert ordentlich Kloppe. Ich denke mal, dass wir auf jeden Fall ein Lichtschwert sehen. Ich denke mal, dass wir Vader sehen. Denn
Vader. Vader. Junge, Vader. Warum Vader? Nicht Vader. Vader ist tot. Ich denke mal, dass wir irgendwie einen Jedi sehen und einen Machtnutzer. Jetzt denkt man ja, Luke, ne? Nee, muss nicht sein. Nee, muss nicht sein. Es geht immer noch, dass wir den Snoky Boy sehen. Den guten alten Snoke ist auch ein Nachtnutzer und könnte vielleicht mal irgendwie was mit den guten alten Mandalorianer zu tun haben. Und ich komme jetzt mal zum nächsten Punkt, denn ich habe eine Befürchtung, wer der Mandalorianer ist. Denn es ist ja nur The Mandalorian. Ja, wer ist denn? Der Mandalorianer ist, als wenn du eine Serie nennst, der Erdling. Ja, super. Das ist, bringt jetzt nicht so viel. Und was ist das denn hier? Der Mandalorianer ist Boba Fett. Boba Fett hat ja einen unschönen Tod bekommen, einen nicht würdigen Tod. Obwohl ich sagen muss, also Boba Fett war jetzt ja auch nicht so, ich weiß gar nicht, warum der so gehypt wurde früher. Also was hat der denn gemacht? Der hat auch eigentlich nichts groß gemacht, außer ein bisschen rumgeschossen, ein bisschen dumm rum in der Ecke rumgestanden und Han Solo in diesen Granit, Granit war das, oder? Granit eingefroren. Und, oder Zenit, nee, was war das? Ach, ist ja auch egal. Also er hat den da eingefroren und mehr hat er eigentlich auch nicht gemacht und stirbt dann ein bisschen lächerlich, als er dann da in diese Dings fällt, in diese, oh Leute, ins Zagret, ich vergesse schon wieder alles. Alle Namen habe ich schon wieder vergessen. Bisschen unschön, also auch nicht würdig eines Boba Fetts, eines Kopfgeldjägers, dessen Vater Django Fett die DNA für die Klonkrieger gegeben hat. Also nicht würdig, wenn man mal ehrlich ist. Und ich denke mal, dass Disney das jetzt auch begriffen hat. Das ist jetzt auch keine Kritik, dass er so scheiße gestorben ist. Denn man konnte ja nicht wissen, dass Boba Fett mal so ein Publikumsliebling wird. Und das probiert jetzt Disney zu retten. Er hat diesen Unfall, sage ich jetzt mal, da überlebt. Und jetzt kriegt er nochmal seine richtige Time Watch, die er sich dann am Ende auch verdient hat, irgendwo, der gute alte Boba. Und am Ende der letzten Folge oder in der vorletzten Folge erfahren wir dann, dass es Boba Fett ist. Ja, so kann ich mir das vorstellen. Ich denke auch, dass er irgendwie so ein bisschen eine Beziehung aufbaut zu einer Frau, denn es wird eine, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, eine Frau wird eine sehr wichtige Rolle einnehmen. Ist ja heutzutage normal. In jedem Film muss immer eine Frau eine wichtige Rolle einnehmen, nur um politische Diskussionen zu umgehen. Genauso muss es einen Farbigen immer geben. Das ist heutzutage so. Ich finde es ein bisschen lächerlich. Wenn ich einen Bronzenfilm gucke, dann will ich da keinen Weißen sehen. Wenn ich, na gut, bei Star Wars ist mir das eigentlich ehrlich gesagt egal. Ich mag die ganzen Mace Windu feiere ich richtig hart. Ich mag Finn und ich mag auch Lando Calrissian. Also mir ist das egal. Aber nur mal so kurz nebenbei erwähnt, dass ich es lächerlich finde, dass man da so drauf achtet, dass es immer eine Frau geben muss und immer einen farbigen oder am besten auch noch einen Asiaten. Das ist total verklemmte Welt. Nur mal so nebenbei erwähnt. Ich möchte keine politischen Themen aufgreifen, aber das wollte ich jetzt nur mal so erwähnt haben, dass ich diese Themen das ein bisschen albern finde, weil in Nollywood, das ist das Nigeria, das Hollywood in Nigeria, da achtest du auch nicht auf so einen Scheiß. Da achtest du auch nicht, ob da jetzt ein Weißer mit drin ist. Da sind die Filme komplett, das sind richtig schlechte Filme, müsst ihr euch mal bei YouTube reinziehen. Nollywoods, ey, geht gar nicht. Oder bei Bollywood, da sind auch keine Europäer oder so. Also von Hollywood ziemlicher Blödsinn, wen sie da vertreiben. Aber na gut, im Endeffekt sind wir alle die Auslöser dafür, denn wir sind diejenigen, die sich dann beschweren, dass kein Schwarzer oder kein Asiate oder sonst irgendwer dabei ist. Aber wie gesagt, no hate, ich bin voll, ich mag die ganzen Schauspieler bislang alle bei Star Wars. Nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht. Naja, auf jeden Fall, es wird eine Frau eine wichtige Rolle einnehmen und ich denke mal, es wird eine Beziehung, die wird eine Beziehung zu, eine intime Beziehung, ist vielleicht nicht eine feste Beziehung, aber so schon eine annähernde Beziehung zu den führen. Genau weiß ich es nicht, ich habe da jetzt auch nicht so viele Infos drüber, wollte jetzt auch heute eigentlich auch nicht hier den großen Poseidon und guck mal, was ich alles weiß spielen, will ich ganz grundsätzlich auch hier nicht, sondern einfach mal so ein bisschen mit euch darüber reden, wie das wohl so sein wird, wenn das und das kommt und wie auch immer. Genau, so viel dazu. Also The Mandalorian wird Boba Fett sein. Selbst die Körperhaltung, das passt so zu Boba Fett, wenn er schießt, da gerade in dieser Szene, in dieser Kantine oder wo er da gerade ist, dann wo er diese drei Leute da ummetzelt, wenn er da auf den einen schießt, diese zurückgelegte Körperhaltung, so bam, das ist so Boba-like. Das ist einfach komplett Boba-like. Und
dieses Einfrieren von Leuten in diese Granit oder was das jetzt war, das sehen wir da auch. Und das hat nur einer gemacht. Boba Fett. Und zwar mit Han Solo. Das können wir auch in Episode 5 feststellen. Da fragt sogar... wer fragt denn das? Jabba fragt es. Geht es ihm gut? Lebt er? Also er ist ziemlich besorgt um Han Solo, denn er wollte ihn lebend haben. Und ja, Boba sagt, ja, ja, klar, den geht's gut, alles easy peasy. Und also das Ding ist nicht typisch und das macht eigentlich nur Boba sowas. Und noch mehr Theorien, die ganzen Kampfstile und das ganze Outfit, das passt einfach alles so zu Boba Fett. Und ich sage, es ist Boba. Wenn ihr da anderer Meinung seid, gebt mir das mal in die Kommentare oder auch wenn ihr derselben Meinung seid. Aber das wäre natürlich mega. Was auch sein könnte natürlich ist, dass es ein Sohn von ihm ist. Aber, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann natürlich auch ein Klonkrieger sein, aber eigentlich eher unwahrscheinlich, weil die Klonkrieger ja ein Mittel bekommen haben oder das so ein bisschen, dass sie schneller altern, damit sie schneller reifen und schneller kriegseinsatzfähig werden. Und da müsste dann ja schon über 300 Jahre gefühlt alt sein, weil wenn der in Episode 2, das heißt, wann war das, wie viele Jahre vor der Schlacht war Arvin, weiß ich jetzt nicht genau, wenn er da geboren worden wäre, der Klon, und dann bis nach Episode 6, 7 Jahre nach Episode 6, heftiger Shit, der wäre schon steinalt, wenn, und wie gesagt, der wäre auch noch doppelt so schnell gealtert. Wäre schon ein alter Knacker gewesen. Deswegen glaube ich das nicht. Und deswegen, also ich würde es cool finden, wenn es Boba ist. Wenn man dann einfach am Ende die Auflösung, also Ende der Serie die Auflösung kriegt, jo, das ist der Boba. Oder irgendwann, wenn es cool ist, die Auflösung kriegen. Und dann sehen wir, wie er da rausgekommen ist aus Scarlet. Ich glaube, es ist die Scarlet. Ne? Und das wäre schon ganz geil, weil, sagen wir mal ehrlich, der Tod war echt schon ein bisschen scheiße von Boba. Also nicht so gut. So, Freunde, wir haben jetzt auf jeden Fall hier diese Mauer schon mal gut rübergezogen. Ich würde dann sagen, wir gehen dann in der nächsten Folge demnächst. Oder nächste Folge? Machen wir es nächste Folge schon? Ja, nächste Folge gehen wir auf die andere Seite. Und dann möchte ich eigentlich auch hier nicht langweilig hier alles hoch und runter ziehen, sondern auch mal hier langsam anfangen, Eingangsbereich. Da, wo es dann mal richtig spannend wird und... Dann würde ich mal langsam überlegen, wie ich hier eine riesen Wand hochziehe. Ich habe keine Ahnung. Das wird eine Mega-Aufgabe. Da müssen wir auch nochmal abbauen gehen. Ja, müssen wir uns mal überlegen. So, habe ich noch was auf meinem Zettel? Ich bin nicht ganz unvorbereitet. Nö. Ah, doch. Was ganz Wichtiges sogar. Was ganz Wichtiges. Ich habe ja gesagt, dass Disney ein bisschen mit Solo ins, nicht Fettnäpfchen sagt man nicht dazu, ein bisschen ins, ja, ins Leere gestoßen ist, war nicht ganz so erfolgreich. Sie haben natürlich Gewinn gemacht mit den Filmen, aber nicht so viel, wie sie eigentlich geplant haben und wollten. Ich sag mal, er ist dann am Ende ein guter, normaler Film geworden, von dem Umsatz her, aus Hollywood. Ein guter, normaler Hollywood-Film. Und jetzt hat man da in Mandalorian so viel Hoffnung reingeschoben und so viel Ehrgeiz. Da ist eine Folge 14 Millionen Euro wert. Da kostet wirklich eine Folge 14 Millionen Euro. Wir überlegen uns das mal, wie lange geht so eine Folge? Walking Dead zum Beispiel, dreiviertel Stunde, halbe Stunde. Und das 14 Millionen Euro. Leute, das ist ein Film. Das sind Kosten dafür, geben andere für einen Film aus. Und ich finde, das sieht man auch schon im Trailer an diese ganzen Planeten, an diese ganze CGI, das dann bearbeitet wurde. Das ist schon echt heftig gut. Ne? Also da können wir uns auf was richtig Geiles freuen. Und auch wenn ihr Star Wars nur mit Lichtschwert und Macht und Sith gegen Jedi und sonst irgendwas feiert, ich glaube, das könnte anderes Star Wars werden und ich glaube, das wird richtig cool und guckt es euch einfach an, wenn ihr Disney Plus euch holt. Also ich werde es mir holen, definitiv. Ist ja auch ein kleiner schöner Nebeneffekt, wir können dadurch Obi-Wan-Film gucken und ein paar schöne Disney-Filme und Serien von früher. Die könnte man sich dann nochmal reinziehen. Ich meine, ist ja immer schön, ein bisschen nostalgisch. Und ja, und da werden da ganze Filme, Star Wars Filme werden hochgeladen, wenn euch
Fluch der Karibik gefällt, ist ja auch unter Disney und Marvels und alles wird da drinnen sein und was willst du mehr? Das sind die geilsten Sachen, die du eigentlich streamen kannst. Also ich werde mir Disney Plus, Disney auf jeden Fall holen. Leider kommt es in Deutschland wohl erst Anfang nächstes Jahres raus. Kommt der in Amerika schon 2019 raus, also dieses Jahr im November. Und ja, Januar, Februar 2020 in Deutschland. Aber naja, oh Mann, ich krieg das hier nicht geschissen. Mann, ey. Naja. So, ich würde diese Folge heute mal schon frühzeitig beenden. Also ich glaube frühzeitig, ich habe wieder mal vergessen auf die Uhr zu gucken. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir schon so bei 15 Minuten sind. Aber ich bin durch mit meinem Thema und hier jetzt auch durch. Wir müssen das natürlich noch bis hier hinten hinziehen, aber das wäre zu stumpf, wenn wir das nächste Folge auch weitermachen. Es ist einfach langweilig, irgendwann mir hier beim Bauen zuzugucken. Naja, schreibt mir in den Kommentaren mal, wie ihr das hier fandet, wie ihr das Thema fandet, was für Themen wir noch ansprechen können. Also ich will jetzt hier nicht immer Themen vorgeben, sondern das könnt ihr auch mal mitentscheiden. Ihr könnt auch sagen, ja, wie wäre es denn, wenn wir mal darüber schnacken oder ich habe diese und diese Ansicht, was hältst du davon oder was haltet ihr davon? Wie gesagt, ich will sagen, unser Kanal ist, damit seid ihr gemeint, nicht ich und noch hier irgendwer, der hier hinter sitzt. Nein, ich bin der Einzige, der diesen Kanal hier verwaltet, aber unser Kanal ist, ihr seid damit gemeint. Und das ist nicht mein Jedi-Tempel, das ist unser Jedi-Tempel. Und deswegen gib mir mal... Hallo? Hallo? Was auch immer das war. Gib mir mal ein Feedback und dann sehen wir uns morgen wieder. Und abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Was auch immer das Piepen gerade war. Ihr spukt's. Bis denn. Tschüss.